Wahrscheinlich etwas zum Ausrüsten. Wunde Materia. Eris, bist du okay? Ja, sie scheint okay zu sein. Sie scheint okay zu sein in vielerlei Hinsicht. Ich habe auch das Recht zu wählen. Ich mag keine zweibeinigen Dinger. Was bist denn du? Ich? Gute Frage, aber schwer zu beantworten. Ich bin, was du siehst. Das Remake kam auf der PS4 mit 2 Blu-rays. Was? Aber ist das nicht so, dass das irgendwie episodisch erscheint oder so, das Remake? War das nicht so? Da war es so irgendwie so, dass von wegen, keine Ahnung, die das wirklich so in 2-3 Teilen irgendwie bringen wollen oder irgendwas? Also ob man es dann so strecken muss, ist halt ohne Frage, ne? Du hast bestimmt viele Fragen, aber lass uns erst von hier weg. Ich gehe voraus. Ja, Cloud, du bist also doch gekommen, um mich zu holen. Natürlich. Entschuldigung für den Auftritt dort hinten. Ich habe nur vorgetäuscht, um Hojo abzulenken. Nachdem wir Eris jetzt gerettet haben, brauchen wir uns in diesem Gebäude nicht mehr aufzuhalten. Verdammt nochmal, raus hier. Ja, wenn wir alle 5 zusammengehen werden wir bestimmt bemerkt. Lass uns in 2 Gruppen gehen. Drücke die Menütentaste, um das Menü aufzurufen. Drücke die Abbrechentaste, um die Gruppe zu ändern. Drücke, ja, ist okay. Ja, bis später. Wir warten beim Aufzug im 66. Stock. Ja, das war nur der erste Abschnitt. Das war ziemlich bescheuert und auch einige Storyänderungen. Ugh. Deswegen ist es, genau aus dem Grund wollte ich halt irgendwie das Original spielen, weil es ist ja eigentlich kein Remake so von dem Original im Sinne von, dass man die Story beibehält, sondern dass man da viel zu viel ändert. Und das ist halt, ich meine, es ist ja schön, dass sie, ich sag mal, für Fans, die das schon damals gespielt haben, ist das bestimmt eine tolle Sache, ne? Dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier das neu interpretiert, aber ich meine, ich will ja das Original spielen, ne? Ich will ja wirklich sozusagen das OG-Spiel haben. So, Materia. Eines können. Das wäre doch mal was für Reihe. Ne, nicht Reihe, warte. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich habe schon mal vergessen, wo ich meine Gruppe festlegen kann. Ja, egal. Materia. Was hast denn du Schönes? Alle mit Hitze verbunden. Analyse verbunden mit Feindestechnik. Also, ist halt die Frage, Befehlsmateria. Nee, die beiden solche Sachen kann man nicht miteinander verbinden, weil sonst hätte ich gesagt, dass man vielleicht wirklich sagen könnte, mit der Analyse kann ich die Feindestechnik erfahren. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Genesung alle funktioniert. Feindestechnik mit Zaubermateria Blitz. Versuchen's mal. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber... Ich mag auch die Compilation nicht, wo auch Crisis Core oder dieser bescheuerte Advent Children Film ist. Es verändert einfach zu viel von der Originalgeschichte. Ah, den habe ich sogar gesehen, glaube ich. Ist aber schon ewig her. An den erinnere ich mich sogar. Ja, also ich habe... Oder gab es noch mal einen anderen Final Fantasy Film, der war noch schlechter. Der war richtig furchtbar. Das war irgendwie so... Hat eine Weltall gespielt, hat ja gar nichts mehr wirklich mit Final Fantasy zu tun. Also, ich kann mich noch erinnern, das war irgendwie was mit so einem Weltraum, Cyber-Ghost, irgendwas. Das war furchtbar, Alter. Das war richtig, richtig schlimm. La, la, la. Da stand irgendwas mit F-Technik, mit Feintechnik. Anal, mach mal Anal-Lüge. Fliegende Sichel. Ja, machen mittlerweile schon ordentlich Schaden hier. Naja, mach mal deine Heilung da. Ist vielleicht gar nicht so schlecht hier. Reißzahn, ja, komm, hau mal raus, was du hast hier. Oh, Reißzahn, verwenden Sie Red 13's erstes Limit. Ich habe ein Achievement bekommen, sehr schön. Crisis Core, was ist das? War das nicht so ein Action-Shooter im Final Fantasy VII-Universum? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass es da irgendwie Ableger gab.
Ah, kurze Anmerkung, steht in der Anleitung. Feintechniken musst du erlernen, bringt ja noch nichts. Ja, aber ich kann es ja schon mal in der Hinsicht ausgerüstet haben, oder ist das was Nachteiliges? Ich denke nicht. Oh yeah. Oh, was hat er jetzt gemacht? MP geklaut. Na, warum nicht? So geht's natürlich auch. Einfach drauf da. Dauert ein bisschen, aber... Ah, gerade kann ich mein Team ja noch nicht austauschen. Ja, Katze, was ist denn los? Komm her. Na komm. Was kreischt denn schon wieder so? Bist du nicht gerade im Mittelpunkt, ja? So. Level 1. Oder, also ein Level drauf. Ne, schön. Mal gucken, ob wir noch irgendwas... Wir könnten jetzt einfach mal da... Kleinen Moment mal kurz. Die Katze möchte sich auf meinen Schoß setzen. Ja. Steht gerade direkt vom Monitor. Na komm. Na? Na siehste. So. Kannst ja mal zugucken. Guck mal, ich fliege gerade aus dem Shinra Tower. Ist das nicht schön? Was machst du da oben? Nix. Stehst du noch rum? Oh! Le Trank. Le Trank 2, ne? Très bien. Ja, kannst du ausgerüstet haben. Crisis Core war die Vorgeschichte, die man auch im Originalspiel zu teilen erfährt, aber nur wenn du die Welt richtig erkundest. Und das war schlecht oder was? Oder? Nein, bitte bring mich nicht um. Ich habe nur gemacht, was Hojo mir befohlen hat. Als Beweis hier, das ist die Kronkarte zum 68. Stock. Würde ich jetzt das tun, wenn ich nicht ein Feind wäre? Ne? Schüsselbeck-Kronkarte erhalten. Oh, ich renn weg. Hilfe, Mami. Dann will ich doch mal da hinten lang. Also, wenn ich schon mal hier bin, dann nutzen wir das doch mal gleich, ne? Oh, noch ein Trank und noch ein Trank. Nice. Sehr schön. Oh, jetzt schon mal. Das 4. Oh, Cloud. Mach mal deinen Querhieb da. La, 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 la. Alle kommen aktuell ganz gut voran. Also es ist. Ich muss sagen, mir gefällt auch das Design sehr von Red 13, ne? Also. Der fetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Hat so ein bisschen was Hyänenartiges, finde ich. Sie haben die wichtigste und emotionalste Szene einfach mit viel zu viel Kitsch zugemüllt. Oh. Das geht nicht gut. Naja. Manchmal ist es auch einfach besser, wenn man es nicht so sehr mit der Erklärung übertreibt oder mit... Also ich finde, nicht alles muss aus 5000 verschiedenen Perspektiven gezeigt werden, ne? Was so Narrative betrifft. Manchmal kann man auch einfach so die Sachen so stehen lassen, wie sie sind, ne? Naja. Aber gut, wenn es Geld bringt, klar, versucht man dann weiter irgendwie, ja, Geld rauszuschlagen. Ist klar. Wo gehst denn du hin? Alle warten vom Aufzug im 66. Stock. Ich will da hin. Meine Entscheidung. Okay. Er will mich noch nicht reinlassen. Dann halt nicht. Ist meine Meinung. Andere sehen das anders, aber das Kampfsystem war in meinen Augen Müll. Ein RPG-System mit Glücksspiel zu verbinden geht gar nicht. Oh. Okay. Ja gut, so gewisse Glückskomponenten sind ja immer vorhanden. Also wenn wir jetzt sowas nehmen, zum Beispiel wie, ja, also Trefferwahrscheinlichkeit oder wie viel Schaden man macht und so. Aber ich, also wirklich Glücksspiel im wahrsten Sinne des Wortes, ne, das ist natürlich ungünstig. Oh oh. Hey, was ist das? Oh no. Root, nach oben bitte. Turks? Das ist eine Falle. Sicher? Ah, das muss ja richtig aufregend gewesen sein. Hat es dir Spaß gemacht? Oh, oh nein. Das war's, jetzt wären wir hier. Jetzt werden wir vernichtet. Ja, aber nicht, ob ich ein Level aufsteige oder nicht. Oder ob ich zufällig ein Limit Break habe. Sowas ist einfach nur Müll, okay. Naja.
Ist halt immer, wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, denen das gefällt. Das ist immer Geschmacksfrage, ne? Ich gehe davon aus, sie sind alle irgendwie gefesselt hier, wenn sie ihre Hände hinter den Rücken halten. Haben sie euch auch alle, also, haben sie euch also auch erwischt? Wo ist Iris? An einem sicheren Ort. Es gibt ja meine zum Beispiel, die mögen das Kampfsystem nicht, was das Final Fantasy 7 hat. Obwohl ich muss sagen, ich mag diese klassischen Sachen. Ich bin manchmal eher so ein bisschen damit überfordert, wenn man diese ganzen, also relativ freien Kampfsysteme hat, wo man halt irgendwie kämpft so, ne, und dann zwischendrin das auswählt, aber dann so actionartig trotzdem, ne, die einzelne Aktion ausführt. Das finde ich manchmal so ein bisschen verwirrend. Also, da bin ich eher so der klassische Typ. Ich meine, ich fand das jetzt nicht schlecht, aber teilweise war ich schon bei sowas wie Kingdom Hearts total überfordert, ja. Oh Gott, es sieht quasi in jedem Kampf eine Slotmaschine nebenbei. Das klingt echt furchtbar. Das klingt echt furchtbar. Süß, der letzte Nachkomme des alten Volkes. Ich komme mal zu euch, das ist bestimmt sehr ungefährlich, ne? So, weißt du nicht, sie nannten sie Cetra und lebten vor tausenden von Jahren. Jetzt sind sie nur noch eine Seite im Buch der Legenden. Naja, so ist das. Cetra? Das Mädchen ist ein Nachkomme der Cetra? Cetra oder das alte Volk zeigt uns den Weg zum verheißenen Land. Ich verspreche mir viel von ihr. Wie auch einfach die ganze Zeit so eine Zigarre im Mund hat, ne? Das ist, darf nicht fehlen bei so einem Oberschurken, ne? Das verheißene Land, ist das nicht eine Legende? Es ist zu interessant, es nicht weiter zu verfolgen. Das verheißene Land soll fruchtbar sein. Wenn das stimmt, dann wird's richtig frivol hier, ne? Ja, muss es da auch Marco geben. Also richtiger geldgeiler Tycoon hier, ne? Genau, deshalb brauchen wir unsere teuren Marco-Reaktoren. Die Marco-Energie wird von selbst ausströmen. Dort wird neu Midgar erbaut, Shinras neuer Meilenstein. Ach, piep, du träumst wohl. Ach, weißt du denn nicht, heutzutage braucht man zur Verwirklichung seiner Träume nur Geld und Macht. Ja, das war schon immer so, das wird schon so immer bleiben. So, das wäre alles. Ende der Unterhaltung. Okay, jetzt geht's weiter. Achso, das, du meinst jetzt hier noch immer Crisis-Dings hier, ne? Crisis-Caller, wie es hieß. Ich stand vor dem Endkampf und war total unterlevelt, hab zwei Tage lang nur Gegner gesucht, dass ich aufsteigen will. Weil es war ja Zufall, ob ich Level abbekomme. Wow. Das klingt echt furchtbar. Also, gut, dann wird das wahrscheinlich ein Spiel sein, von dem ich mich fernhalten werde, ne? Platz da. Ist ja gut. Moment, ich hab noch viel zu sagen hier. Ja, der Root, der scheint ja ganz schön stark zu sein, wenn der Barrett einfach wegschieben kann, ne? Der Barrett ist ja schon ein richtiger Muskelkoloss, ne? Wenn du noch was willst, sprich mit meiner Sekretärin. Na, warte, dich kriegen wir noch ran, ne? Warte nur ab. Jetzt sind wir im Knast. Ah, deswegen haben wir das hier gesehen. Aber schön, dass man ihn mit Tifa ja in eine Zelle gesteckt hat. Psst, können wir aussteigen? Überlass es mir. Psst, Cloud, du bist so mutig. I love you. Lass mal hier schön in die Schüssel rühren. Wie so Barrett ergeht. Ehre ist vom alten Volk und der wirkliche Name des alten Volks ist Cetra. Die vom alten Volk wissen, wo das verheißene Land ist und die Shinra suchen das verheißene Land. Ich kenne das verheißene Land nur aus Geschichten. Ich weiß nicht, ob es wirklich existiert. Stimmt das? Ja, woher soll denn das Red 13 wissen? Die Shinra glauben, dass das weiße Land voller Marco-Energie ist. Das heißt, sobald die Shinra dort ankommen, saugen sie die ganze Marco-Energie auf. Und das Land wird verkümmern, der Planet wird schwächer. Oh nein, und Marlene wird nicht mehr sein. Ich kann sie nicht einfach machen lassen. Ich rekrutiere neue Mitglieder. Ich, Tifa, Cloud und Iris auch. Wie wär's mit dir? Was? Ich? Wenn du was zu fressen hast, dann gerne. Du bist so verdammt langweilig.
wieso Red 13 ergeht. Opa! Was, Opa? Opa, aha, oho, Opa hast du gesagt. Ah, ich glaub's nicht. Uhoho, lustig. Was ist denn so witzig? Ach, da war der wahrscheinlich mal ein Mensch oder sowas und wurde durch irgendwelche Experimente so zum Wolf, Hybriden, Hyänen, Viege, irgendwas. Ach, nix. Opa, das Wort ist so lustig. Aha, ich kann's kaum glauben. Wieso Eris ergeht? Ach ja. Naja, bin ich wieder alleine hier. Cloud, bist du da? Natürlich, hier bin ich. Eris, bist du in Sicherheit? Ah, ja, ich bin okay. Mir geht's supi-pupi. Ich wusste, dass Cloud zu meiner Rettung kommen würde. Warum redest du in der dritten Person über Cloud, wenn er direkt da... Er ist doch gerade nebenan. Er redet doch mit dir. Hey, ich bin dein Bodyguard, okay? Und auch dein Lover, wenn du möchtest. Ist jetzt gerade vom Bett geschwebt. Die Abmachung war eine Verabredung, ja? Oh, das mag Tifa nicht. Oh, ich verstehe schon. Tifa? Tifa, du bist auch da? Ah, Entschuldigung. Weißt du, Eris, ich habe eine Frage. Oh, jetzt streiten sie sich. Was denn? Bitte sei nicht böse. Ich wollte doch nur ein bisschen was vom Cloud-Kuchen abhaben. Gibt es das Weiße Land wirklich? Ich weiß nicht. Ich sammle doch nur Blumen. Ich weiß nur, die Cetra wurden aus dem Planeten geboren, sprechen mit dem Planeten und öffnen den Planeten. Und dann, die Cetra werden ins verheißene Land zurückkehren. Ein Land, das höchste Glückseligkeit verspricht. Ja, so ist das. Was heißt das? Naja, ist doch ganz einfach. Mehr als Worte, ich weiß nicht. Sprechen mit dem Planeten? Verrückt. Was genau sagt denn der Planet? Naja, er ist voller Menschen und es ist laut, deshalb kann ich nicht verstehen, was sie sagen. Hörst du es jetzt auch? Ja, ich hab's nur in der Kirche in den Slums gehört. Mutter sagte, Midgar sei nicht mehr sicher. Ich meine, meine richtige Mutter. Ach ja, eines Tages gehe ich aus Midgar weg, sprich mit dem Planeten und suche mein verheißenes Land. Ja, das sind so ganz normale Aufgaben, die man sich im Leben setzt, ne? Das hat Mama gesagt. Und Mother knows best, ne? Ich dachte, wenn ich aufwachse, würde ich ihre Stimme nicht mehr hören, aber... Lass uns einfach ein bisschen schlafen. Wow. Also, ganz ehrlich, Tifa könnte ruhig mal ihr Bett mit mir teilen. Ja, so auf dem Boden zu schlafen, ist bestimmt nicht gut für meinen Rücken, ne? Naja, gut. Aber schön, die Geschichte entwickelt sich langsam, ne? Also, interessant, in welche Richtung das ja alles noch gehen mag. Einfach tiefer aufwecken. Rutsch, rutsch, rutsch. Die Tür ist offen. Wann ist sie aufgegangen? Was? Und dann? Das ist bestimmt eine Falle. Was? Tot. Was passiert? Oh, interessant. Boah, ich geh da mal, ne? Hat er bestimmt was, hat er nicht was bei sich oder so? Hey, Tifa, wach auf! Hä, was? Was ist los? Ja, ne, gibt was zu erzählen. Irgendwas ist los, schon raus. Schau raus. Hä? Erstmal rausrennen, ich dachte, sie ist erstmal verwundert, dass überhaupt die Tür offen steht, aber das scheint irgendwie für sie eine normale Erkenntnis zu sein. Was, wo passiert ist? Er hat bestimmt Schlüssel bei sich, oder? Ja, er müsste den Schlüssel bei sich haben, sag ich doch. Komm, Tifa, bring Eris. Bring Eris, ich helfe Barrett und den anderen. Also dafür müssen wir uns ja eigentlich nicht aufteilen, oder? Also, komm schon. Hä, was? Barrett, Red 13, komm mit mir. Hey, wie seid ihr reingekommen? Warum ist die Tür offen? Hä, was? Was ist hier los? Was zum Teufel ist los? Das kann kein Mensch gemacht haben. Ich gehe weiter. Ja, jetzt nicht trennen, jetzt lass uns mal alle zusammenbleiben. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlau, jetzt hier einfach loszurennen. Ich räume hier auf, dann könnt ihr schon mal weitergehen. Und lasst euch nicht von Shinra fangen. Ich versuch's, ne?
Wie sieht's mit euch aus, Mädels? Na komm schon, gehen wir mit Red 13. Okay. Ich sehe schon alle K.O. geschlagen. Ich kann bestimmt mal gucken, ob wir irgendwas bei sich haben, oder? Nee. Scheinbar nicht. Ja, aber krass, dass wir schon 7 Stunden im Spiel sind. Ich muss ehrlich sagen, also es fühlt sich echt nicht so lang an. Ja, also das ist ein gutes Zeichen. Es macht auch wirklich Spaß. Ey, dass sie immer noch neue Gegner raushauen, finde ich ja so verwunderlich. Oh, Raub. Oh, verweigern. Okay, verweigern, was heißt das direkt? Er konnte nicht stehen. Sie liegt auf dem Boden, ja. Trotzdem Raub. Ih! Was ist das für ein Vieh, ey? Gegenmittel gestohlen. Aber mir fällt gerade übrigens ein, ich hab doch noch irgendeinen Gegenstand, den ich anlegen kann. Glaube ich zumindest. Was? Nee, Mithril ist schon richtig. Ja, Talisman. Gemüt plus 10. Schutz vor Gift. Ja, warte mal. Ach du Scheiße, warte mal. Warte mal. Jetzt erstmal Iris. Was könnte Iris? Sie kriegt jetzt erstmal. Alle und Genesung. Das passt zu Iris. Für mich ist sie so die Heilerin. Ich weiß nicht. Die gibt mir irgendwie diesen Vibe ab, muss ich sagen. So. Bronze reift. Den Rest brauche ich nicht. Ausrüsten. Die Materia wieder. Was können wir denn noch geben? Alle und... Oh, warte mal. Alle und Analyse ist aber scheiße. Irgendwie finde ich Analyse nicht so gut, muss ich sagen. Alle und Schutz oder alle Hitze, Kälte. Machen wir alle und Kälte, so. Tiva ist schon genug bedient, mit Raub und sonstiges. Das heißt, Cloud können wir den Rest eigentlich geben. Hitze kannst du noch kriegen. So, da hast du jetzt Hitze und Hitze. Zweimal Hitze ist auch Spaß. Hitze und Analyse, so. Da geben wir... Ja, komm. Geben wir Iris noch die letzte Hitze hier. Und Schutz, da haben wir es jetzt erstmal. So. Nice. An hier war ich ja schon. Gut. Hast du noch was bei dir? Nö. Ja, aber wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Das ist, fühlt sich auf jeden Fall noch nicht wie 7 Stunden an. Ne? Und das ist ein gutes Zeichen, wenn ein RPG zumindest so spannend ist, sag ich mal, zumindest so, ja, so einen guten Aufbau, so ein gutes Intro hat, dass man da auch wirklich die Zeit nicht merkt, ne? Boah, ey, die sehen so eklig aus, Alter. Was sind das überhaupt für Viecher, ey? Ja, mach dann heilenden Wind. Ja, ist egal, mach einfach. Ja, jetzt nicht hier auf meine gute Tifa drauf. Ja, heil uns mal ein bisschen. Kann ja nicht schaden, ist ja eher kostenlos in der Hinsicht. Jedes Gesicht, ey, wirklich, einfach geh wieder dein Teekessel da zurück. Also, Gegenmittel gestohlen. Machen wir mal Eis auf alle drauf. Aber wahrscheinlich Blitz auf alle drauf am besten wäre. Zauberbio. Was ist denn... Ja, ich glaube, ich werde mal lieber auf Blitz gehen, weil das sind ja gerade... Aktuell sind es ja alles noch Roboter oder alles so mechanische Einheiten. Das ist am besten. Aber krass, wie die sich schon von den HP unterscheiden, ne? Also Claudia mit 545 und Iris gerade mit 371, also... Ich scheine aktuell noch am meisten irgendwie einstecken zu müssen, ne? So, keine Objekte. So, jetzt hier bitte Materia, ne? Wir müssen das mal ein bisschen anordnen. So, Gewitter und... Alle Kälte, alle Genesung. Hitze, Schuss.
Ja, komm, Mann, da musst du mal das kurz hergeben hier. Also alle Genesung ist schon wichtig. Alle Kälte, vielleicht aktuell noch nicht so wichtig. Dann du Feindestechnik und Cloud nimmt alle Gewitter. Das ist aktuell noch am besten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, hier ist auch schon Blut auf dem Boden. Das ist kein gutes Zeichen, würde ich mal behaupten, ne? Zumindest, also für die anderen, die jetzt hier blutend und tot auf dem Boden liegen. So, Genova-Subjekt. Sieht aus, als wäre es zum obersten Stock mit dem Aufzug für Subjekte. Lass mal alle vorrennen, ey. Warte doch einfach mal auf mich hier. Please wait. It's very important. Ja gut, dann speichern wir mal. Let's save, ja. So, 6 Stunden. 7 Stunden 20. Na dann. So, jetzt können wir wahrscheinlich auch endlich mal durch die andere Tür da durch. So, je, was ist denn das für ein Enddarm, der da sich so bewegt hier? Ja, so Dusche. Tiefer Limit Technik, okay. Ach, null Schaden, okay. Generell nur Schaden, was physische Attacken betrifft, nee. Das ist wahrscheinlich, was Tiefer hat, das ist wahrscheinlich das Kampfsystem von Crisis Core, ne? So ungefähr. Oh, Tiefer, die leidet ganz schön, die hat schon. Ist schon fast tot hier, ey. Passt nur noch ein Viertel Leben. So. Können wir hier nochmal ein bisschen irgendwas rütteln? Nee. Ja, dann tot. Ja, so ungefähr. Gut. Das sieht aus, als ging es nach oben. Ja. Ja, wie gesagt, ich hab ja schon. Ach, Leute. Doch nicht nach 5 Sekunden gleich wieder ein Kampf hier. Lass mich doch in Frieden. Das sieht wirklich aus wie so eine Dämonenkarotte, das hier da hinten, ne? Das ist. Einfach drauf da. Genau. Da gehen doch alle nur auf Tiefer drauf, generell. Das ist mir echt aufgefallen hier. Das leidet ganz schön. Ja, ist schon wieder auf Tiefer, oder? Krass, alle auf Tiefer? Haben die irgendwas gegen dir? Ich meine. Unwirklich. Oh! Fast gestorben hier. Ey, das war jetzt nur auf Tiefer? Klingenstrahl erhalten. Oh